Wir haben in unserer Diözese Gemeinden, die äh, nur zweimal oder dreimal im Jahr äh, die Messe äh, feiern können und auch wo der Priester zu Besuch kommt. Wir versuchen natürlich, äh, dass wir öfter vor Ort sein können. Ähm, und es ist sehr wichtig eigentlich, äh, dass wir äh, auch die Priester vor Ort haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir verheiratete Priester haben in unserer Diözese auch. Es sind sicherlich auch ähm, viele bereit, die das machen würden. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel äh, begonnen vor kurzem, dass wir den ständigen Diakonat einführen. Wir haben uns mit einer kleinen Gruppe aufgemacht, erstmal, um das zu sehen, wie das geht. Und man sieht, also es ist doch ein ziemliches Wachsen, also auch sehr positiv. Also, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, und wir müssen, äh, die, ich glaube, die Situation im Amazonasgebiet noch mal äh, differenziert sehen. Die kleinste Pfarrei, äh, die wir haben, hat etwa 20 Gemeinden. Die größte Pfarrgemeinde hat 150 Gemeinden in einem Umkreis von 100 Kilometern. Und äh, da ist natürlich unmöglich, dass der, dass der Priester in, jedem, in jeder Gemeinde Verantwortung übernimmt. Das ist, das geht gar nicht. Sondern hier ist es so, wir, das ist bei uns so organisiert, dass wir in den Gemeinden jeweils Gemeindeleiter haben oder Gemeindeleiterin. Und ich kann auch hier wohl sagen, dass etwa 80 Prozent der die, der Gemeindeleitung in den Händen der Frauen liegt. Ich glaube auch, dass wir auf der Amazonas gerade von äh, gerade von den Laien aussprechen und auch vor allem von den Frauen innerhalb der Kirche. Ich glaube eher nicht, also ich merke das nicht, dass wir da in diesem Fall ähm, also sehr, dass wir da eine Problematik haben. Ähm, ich glaube auch, dass es damit eher zu tun hat, weil wir in unserer Region oder die Menschen in der Region noch mal anders mit der Sexualität umgehen. Ich weiß nicht jetzt, ob man das unbedingt sagen kann, dass, es, dass man nicht so sehr darüber spricht, weil es tabu ist. Auf der anderen Seite spricht man schon sehr ganz und sehr frei über die Sexualität. Also ich würde da auch sagen,, also, dass wir da in diesem Bereich uns eher zurückhalten. Und äh, ich glaube nicht, dass, ähm, dass wenn wir uns da zu sehr einmischen, äh, dass das wirklich was bringt. Meine erste Aufgabe in Amazonien ist Gerechtigkeit, Frieden. Ist dafür zu sorgen, auch wie sieht das aus mit der Umwelt. Da kann ich nicht einfach meine Augen verschließen. Und wir müssen sehr dafür arbeiten, dass die Schöpfung... Dass, die, dass wir hier nachhaltig arbeiten und dass wir wirklich dafür sorgen, dass wir in der Zukunft auch die Umwelt und äh, also wirklich auch eine Gesundheit haben für die Umwelt, in der wir leben, für die Schöpfung auch. Es ist eine Sache der Klimagerechtigkeit. Wie gehen wir damit um? Welche Konditionen schaffen wir? Und ich glaube, aus einer christlichen Haltung heraus sind wir einfach gefordert, auch in Amazonien darüber zu sprechen, auch auf der, ähm, der Amazonas-Synode weil das gibt nochmal ein ganz neues Licht, auch international.